Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammengekommen sind. Ich möchte mich bedanken bei allen Abonnenten, die neu dazugekommen sind, die schon lange dabei sind und die vielleicht noch gar nicht dabei sind. Ich möchte euch wirklich danken dafür, dass ihr euch immer die Zeit nehmt, um meine Videos zu sehen. Heute möchte ich das Neumond-Orakel legen. Der Neumond beginnt am 29.06. bis zum 12.07. Und ich möchte ganz kurz die Karten vorstellen, die ich dazu nehme. Das ist aus dem Königshocht-Urania-Verlag, die Kipper-Karten und die Gilded Treasury Lenormand-Karten von Thiero Marchetti. Dann auch aus dem Königshocht-Urania-Verlag einmal die Kipper-Karten, die Original-Spielkarten, so steht es drauf, und die Tarot-Karten von A.E. Wild. Dann habe ich noch die Ewig-Leid-Lenormand-Karten von Kerstin Bergmann und Licht- und Schatten-Tarot aus dem Angelina-Schulze-Verlag und von Dorin Virtu. Das Engel der Liebe Orakel aus dem Allegria Verlag. So, und jetzt können wir direkt loslegen. Ich lege den Neumond, also den Vollmond lege ich ja rund. Da habe ich links die eine Woche, rechts die andere Woche. Den Neumond, und das möchte ich versuchen, lege ich als Neumond. Und wir werden schauen, ob das funktioniert. Ihr Lieben, gebt mir bitte eine Karte. Lasst sie bitte rausfallen. Dankeschön. Das ist dann das Zeichen für mich, dass ich aufhöre zu mischen. Und ich weiß dann, dass der Kartenstapel genauso liegt, wie er liegen soll. So, und jetzt versuche ich das mit dem Neumond. Und ich lege hier die ersten drei Karten und hier zwei Karten. Das ist die erste Woche. Das ist die zweite Woche. Ich fange etwas höher an. Wenn euch das Mischen zu lange dauert, dann bitte ich euch, legt einfach, spult einfach vor. So, hier haben wir die zwei Karten, die rausgefallen sind. Dann nehme ich hier zwei und hier nehme ich drei. Dann nehme ich die Tarotkarten aus dem Angelina Schulze Verlag. Dankeschön. Dann nehme ich nur eine. Die Kipperkarten. Hier muss bitte eine rausfallen. Dankeschön. Und die wollte noch quer, seht ihr die? Die nehme ich auch noch. So, und die gute Dame lasse ich hier liegen. So, und zum Schluss nehme ich die der Liebe Orakel. Auch hier bitte ich darum, dass eine rausfällt. Ich schiebe das gleich noch ein Stückchen hoch, sodass ihr wirklich alle Karten sehen könnt. Auch die, die rausgefallen ist. Die Engel der Liebe Orakel, das sind die Karten, die... Dankeschön. So, die beiden sind hier in die erste Woche gefallen. Ich lasse die mal hier liegen. Und hier habe ich eine, die ist auch quer. Die lege ich, oh, das sind sogar zwei. Die lege ich in die zweite Woche. So, und hier, das sind die Spitzen, könnte man sagen. So. Und jetzt schiebe ich alles ein Stückchen nach oben, damit ihr auch wirklich alles seht. Es sieht mal wieder chaotisch aus, aber ihr wisst, es hat eine Struktur, es hat einen Sinn und wir fangen an bei, wo fangen wir an? Wir fangen an bei den Karten, die die erste Woche betreffen. Das ist einmal das Kreuz, das ist als erstes rausgefallen. Das Kreuz steht für die Belastung, es steht aber auch für das Karma. Und mit der 36 fällt mir gerade auf, alle Karten im Lenormand haben hier eine Nummer. Es ist die Nummer 9 und hier wird etwas enden, hier wird Karma enden.
Es ist nicht immer so, aber wenn mein Blick explizit auf die Zahlen fallen, dann haben sie auch eine Bedeutung. Ich gehe eben sehr intuitiv rein. Ihr Lieben, ich schaue auch aus Sicht einer Frau auf einen Mann. Wenn das bei euch anders sein soll, dann bitte ich euch, dreht euch das so, wie ihr das braucht. Dann habe ich hier das Schiff und die Störche. Die Störche stehen für die positive Veränderung. Was ich aber hier eindeutig sehe, und ich arbeite ja mit Visionen, das ist, dass diese Störche hier ganz oben auf dem Schiff ihr Nest gebaut haben. Das heißt, hier ist etwas schon lange unterwegs. Das Schiff steht auch für das Past Life. Das heißt, für das frühere Leben, dass euch jemand begegnet, den ihr schon mal kennengelernt habt in einem früheren Leben. Das merkt ihr daran, wenn ihr merkt, dass euch diese Geste schon bekannt vorkommt oder auch die Art und Weise, wie ihr spricht oder solche Dinge. Also Dinge, die euch eben so ganz bekannt vorkommen, die ihr aber in diesem Leben mit Sicherheit noch nicht getroffen habt. So, dann habe ich hier die Tarotkarte. Ja, das ist die 3. Das ist diese Belastung hier. Die 3 der Schwerter ist eine unfassbar aussagekräftige Karte. Seht euch diese Karte an. Diese Frau schreit ihren Schmerz raus. Und das ist das Karma. Das ist etwas, was du immer und immer wieder kennengelernt hast. Und du hast jetzt auch keine Lust mehr und du schreist es raus. Ich finde die sehr beeindruckend, die Karte. Was haben wir noch in den Kipperkarten? Die trüben Gedanken. Und das geht natürlich einher mit den 3 der Schwertern und dem Kreuz. Und dann sind diese beiden Karten, es sind sogar 3, die sind auf die 3 der Schwerter und die trüben Gedanken gefallen. Und die möchte ich jetzt auch erstmal ansehen. Da ist die Past-Life-Beziehung, wie ich es gesagt habe. Ihr trefft jemanden, schaut euch an. Ihr habt euch schon früher gekannt. Und das ist es, was ich meinte eben. Das heißt also, ihr werdet auf jemanden treffen, wo ihr sagt, das kennst du doch. Aber wenn ihr dann miteinander sprecht, dann findet ihr keinen gemeinsamen Zeitpunkt, wo ihr euch hättet schon mal begegnen können. So, und dann heißt es, bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, das ist, wenn du so eingefahren bist und du willst jetzt tatsächlich nur blond und blauäugig, dann bist du sehr eingefahren. Und dann kann dir der durchgehen, der dunkelhaarig ist. Und das ist natürlich, das wäre schade. Und zum Schluss haben wir, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Und jetzt haben wir die 3 Karten, Past Life, leider ausgeschlossen und die Chemie stimmt. Da kann ich euch jetzt schon sagen, dass es jemand ist, der nicht in euer Schema passt, aber mit dem die Chemie stimmt. Das heißt, ihr versteht euch von Anfang an gut und es ist, als wenn ihr euch kennt. Ihr könnt im Grunde ein Gespräch fortsetzen, was ihr im früheren Leben beendet habt. So kommt es mir vor. Die möchte ich jetzt mal noch außer Acht lassen. Jetzt gehen wir erstmal in die Wochen. Das ist die Woche, die Karte, die beide verbindet und hier die auch. Jetzt schauen wir erstmal in die Lennon-Karte. Was kommt denn da? Da haben wir die Öffentlichkeit. Wir haben die Störche und wir haben die Maske. In den 2. Lennon-Karten haben wir das Geld und das Haus. Die Tarotkarten sagen, das Ass der Schwerter ist jetzt wichtig diese Woche. Und hier ist es ja so, und jetzt möchte ich die Kamera ein Stückchen nach unten schieben, dass die gute Dame dahin gefallen ist. Und ich habe diese 2 Karten draufgelegt. Das heißt, die spielt auch eine Rolle. Hier haben wir den Todesfall. Ihr Lieben, es ist keine schlechte Karte. Und wir haben den Diebstahl. Das heißt, und dann ist die gute Dame, die betrifft aber auch die 2. Woche. Die 1. Woche. Es geht darum, dass hier in der 1. Woche eine Maske fällt. Hier wird sich jetzt derjenige zeigen,
worüber wir die letzten Wochen immer mal wieder gesprochen haben, dass es hier jemanden gibt, der sich nicht zeigt, dass ihr in einem Labyrinth steckt, dass ihr euch seht, aber nicht aneinander kommt, dass ihr vielleicht einen Fürsprecher im Hintergrund habt, ihr wisst es aber nicht und ihr wisst nicht, wer es ist. Und das wird sich jetzt zeigen. Wir haben den Neumond und der Neumond, der fühlt sich ja bis zum Vollmond. Das heißt, hier beginnt jetzt in der ersten Woche an dem 29. eine Zeit, wo sich immer mehr zeigt. Also so wie der Mond sich fühlt, so füllen sich auch die Wahrheiten, will ich fast sagen. Und das geht über das Geld, es geht über das Zuhause, also über dich in persona. Es geht aber auch über die scharfen Gedanken und das Alte, was hier begraben wird oder beziehungsweise was dir gestohlen wurde. Vielleicht wurde dir eine Zeit gestohlen. Das geht in den Verlust. Der Sarg, der Diebstahl, der geht in den Verlust, weil er sich in den Sarg legt. Seht ihr, die Karte liegt praktisch drauf, auf dem Sarg. Und darunter kommt hervor die gute Dame. Oh, ich habe Gänsehaut. Also das ist wieder sehr bezeichnend. Auf jeden Fall kommen hier Wahrheiten raus. Wahrheiten, wie gesagt, die Maske fällt, es geht ums Geld, es geht um dich persönlich. Deine Gedanken, die sprudeln über. Über und über und über. Und das ist die erste Woche. Und du wirst am Ende der Woche, wirst du sagen, ich bin in der Energie der guten Dame. Das heißt nicht, dass du jetzt rausgehst und immer nur Gutes tust. Das hat damit nichts zu tun. Hier geht es darum, dass du den Herzschmerz, den du hattest, dass du den bearbeiten konntest. Dass du jetzt ganz gelassen auf dieser Couch sitzt. Ob du in dem Alter bist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um diese Gelassenheit, die man eben auch mit dem Alter bekommt, weil eben man merkt, was wichtig ist und was eher unwichtig ist. Und darum geht es mit dieser Energie. Und sie hat die Hände auch gefaltet. Sie sitzt ganz gelassen auf diesem, in ihrem Wohnzimmer auf dieser Couch und sie wartet einfach auf die Dinge, die da kommen. Und das, weil sie das Alte und die Herzschmerzen und die trüben Gedanken, die liegen ja direkt daneben. Und auch die liegen direkt neben dem Sarg. Das wird alles eingesagt, es wird beerdigt, es wird nicht mehr benötigt. Und es hat etwas mit dieser Past-Life-Beziehung zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, wie ich gesagt habe, das Past-Life, was jetzt in die positive Veränderung geht. Und wir haben die Störche zweimal. Zweimal, ihr Lieben. Ja, das verspricht ja schon wieder nur Gutes. Also ich bin bestimmt kein Schönredner. Wenn hier keine guten Karten liegen, dann sage ich das auch ganz deutlich. Aber das ist einfach so. Wir schauen in die zweite Woche rein. Da haben wir einmal den Turm und das Buch. Und das Buch steht für das Geheimnis. Dann haben wir den Herrn. Wir haben die Windmühle. Und wir haben die Spiritualität. Also die Glaskugel, die für die Spiritualität steht. Und hier haben wir nochmal, das ist auch die Energie der guten Dame. Hier sind es die sieben der Schwerter. Seht ihr, wie sie in ihrer Kugel sitzt und bei sich ist? Sie ist hier ganz bei sich und sie wird angegriffen oder angegiftet oder irgendetwas kommt von außen. Aber das berührt sie nicht, weil sie eben einfach sagt, ich bin so, wie ich bin. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann bitteschön, liegt es nicht an mir, das nicht zu akzeptieren, sondern es liegt an euch, das zu akzeptieren. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Aussage. Und es ist in der Ebene des Asses der Schwerter. Die Asse haben immer die Energie der Chancen. Sie sind die erste Karte,
ist die erste Karte der Schwerter. Das heißt, es ist auch der Neubeginn. Dann habe ich hier die Gemeinschaft und ich habe die Armut. Und die Armut, was soll ich jetzt sagen? Sie liegt in der Höhe des Saales. Ich will mal so anfangen. Das, was hier rauskommt in dieser ersten Woche, das hat etwas mit, also der Turm, der steht für Verschiedenes. Er steht für die Trennung. Er steht für die höhere Bildung, also für die Unikliniken, für die Universitäten, die Fachhochschulen, vielleicht aber auch die Ämter, für die Stadtverwaltung, für die Ministerien, für die Kommunale, für das Land, ganz verschieden, ganz egal, für das Öffentliche. Und hier haben wir ja auch die Öffentlichkeit mit dem Park. Das heißt also, hier kommt ein Geheimnis raus, was in die positive Veränderung geht. Und ich spüre ganz deutlich, dass es erst nicht positiv wirkt. Und diese Maske liegt in der Höhe des Herrn. Das heißt, der Herr verliert die Maske. Aber schon in der ersten Woche, in der zweiten Woche zeigt er sich genauso, wie er ist. Das heißt, in der zweiten Woche wisst ihr das schon. Kennt ihr das Geheimnis schon? Und es wird euch frischen Wind bringen. Frischen Wind auch durch die Spiritualität oder vielleicht mit der Spiritualität. Das kommt jetzt ganz darauf an, wie ihr arbeitet, was ihr tut. Aber dennoch ist es so, dass die Spiritualität einen großen Anteil in eurem Leben hat. Es ist so, dass sie euch, vielleicht habt ihr gar nichts beruflich damit zu tun. Aber es leitet euch. Ihr lasst euch leiten. Ihr lasst euch führen. Ihr lasst euch inspirieren. Ihr schaut dieses Orakel. Also wer nicht spirituell ist und dieses Orakel schaut, den begrüße ich nochmal ausdrücklich ganz herzlich. Weil jetzt dein neuer Weg beginnt. Weil die Spiritualität dich nicht mehr loslässt. Weil du erkennst, dass sie einen großen Teil in deinem Leben hat, auch wenn man es nicht anfassen kann. Aber es ist einfach so. Und es lässt dich nach innen kommen. Es lässt dich innerlich ganz ruhig werden und auch nach außen strahlen. Und die Armut, ich sag dir, diese emotionale Armut, die spirituelle Armut, die wird jetzt in den Verlust gehen. Und vielleicht sogar die finanzielle Armut, das kommt darauf an, wie sehr du in der Spiritualität steckst. Weil es ist ganz klar, ich habe es bei den letzten Malen schon angesprochen, aber dass in der Spiritualität das Resonanzgesetz ein ganz großer Teil ist. Das, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Wenn du Armut ausstrahlst, kommen nur arme Leute zu dir. Aber du verstehst jetzt hier, vielleicht durch Erfahrung, vielleicht durch die Chance, die du jetzt hast, das ist wie so ein Aha-Effekt, der dir jetzt hier entgegenkommt. Und die gute Dame, ich hatte ja gesagt, sie ist hier so drüber gefallen, sie erkennt die Armut auch, dass es gar nicht sein muss. Und das trägt sie in die Öffentlichkeit. Und das ist wundervoll, ihr Lieben. Und jetzt will ich mal in die Karten gucken, die beiden Wochen praktisch verbinden. Das steht hier in Bälde. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Und vor allen Dingen, damit es dich nicht überrumpelt, damit du genau weißt, was jetzt zu tun ist. Und die andere Woche ist Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und genau das ist es. Verlass die. Jetzt ergibt es auch so ein bisschen den Halbmond, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt es mit viel Kreativität erkennen. Es geht um Vergeben, aber auch nicht nur anderen vergeben, sondern auch dir. Nicht, dass du dir deine Vergangenheit vergibst, sondern sogenannte vermeintliche Fehler. Lass sie einfach los. Und dann
Das hier kommt in Bälde. Wir haben heute, ich drehe das Video am 27. und es wird am 28. rauskommen und der Neumond ist am 29. Das heißt also, es wird jetzt hier wirklich in Bälde kommen, wobei in der Spiritualität das mit den Zeiten so eine Sache ist. So, dann schaue ich mal noch auf was hier in der ersten Woche wichtig war, das sind die fernen Horizonte. Und hier geht es darum, dass ein Schiff in den Wolken ist und der Anker ist unten. Das heißt, der Anker hat sich von dem Schiff gelöst und das Schiff kann los in die fernen Horizonte und unter dem Stapel der Rückzug. Der Rückzug bedeutet auch immer wieder Phasen zu haben, wo man sich zurückzieht, damit man sich erholt. Meditation ist eine wirklich gute Sache, um eben immer wieder zu sich zu kommen, sich bei sich anzukommen. Aber ihr Lieben, ich habe es schon gesagt, ich kann auch nicht so gut meditieren. Aber es muss ja nicht meditieren sein. Es kann ja auch einfach nur sein, in die Ruhe zu gehen. Und das ist auch eine Art von Meditation. Das heißt, leg dich hin, mach alles, was dich stört, leg es weg, schließ es aus. Kinder natürlich nicht, ihr wisst, wie ich das meine. Sucht euch einen Ruhepol und dann geht ihr wirklich ganz bewusst in die Ruhe. Und vielleicht hört ihr nur euren Atem. Dann müsst ihr nicht meditieren, ihr müsst nicht mit der geistigen Welt kommunizieren, das könnt ihr natürlich. Aber ihr müsst es nicht. Wenn es nicht, es gibt viele, die können es nicht. Und dann zwing dich auch nicht dazu. Aber Ruhephasen, die sind wichtig, sehr wichtig, weil, und das spüre ich ganz deutlich, es kommt eine turbulente Zeit auf euch zu. Und dann müsst ihr einfach wissen, wie ihr immer wieder zur Ruhe kommt. Sonst macht sie euch verrückt. Dann schauen wir mal in die beiden Karten. Ich lese die Orakel der Liebe-Karten nicht in Kopflage, nur in aufrechter Lage. Dies oder der könnte der Richtige sein. Und lass deinen Ex-Partner los. Ja, wenn du in der Energie des Ex-Partners bist, dann bist du bei ihm. Du bist mit deinem ganzen Herzen, mit deinem Sein, bist du in dem Ex-Partner. Bei dem Ex-Partner. Es ist die Zeit gekommen, deine Energie zu klären. Und dann schau dir nochmal an, ob es nicht doch der Dunkelhaarige ist. Muss es wirklich blauäugig und blond sein? Oder kann es doch jemand anderes sein? Und dann sei offen. Und dann, das Past Life ist auf dieser Seite gefallen. Und hier ist gefallen, dies oder der könnte die Richtige sein. Und also einen schöneren Zusammenhang gibt es ja gar nicht. Dann schauen wir mal unter die Karten. Ja, da habe ich hier die Mäuse. Die Mäuse und die Öffentlichkeit. Das heißt, das, was hier rauskommt, in der ersten Woche, hier, da, das macht euch erstmal Angst. Es macht euch entweder Angst oder es knabbert an euch. Hier diese Maus, die knabbert an etwas. Und da kann es auch sein, dass es jetzt nicht die Angst schlechthin ist, sondern dass es einfach ein Thema ist, was an euch knabbert, was euch nicht mehr in Ruhe lässt. Und auch da kann ich nur sagen, kommt die Karte, wie gerufen, lass den Ex-Partner los. Vielleicht knabbert der noch an dir. Und dann bist du aber nicht offen für eine andere Beziehung. Das sage ich dir ganz deutlich. Ja, unter den, hier haben wir das Portal. Das Portal. Und da ist die Sonne und dazwischen ist das Kreuz. Ja. Boah. Das ist die zweite Woche, ihr Lieben. Die Sonne kommt raus. Belastungen werden bearbeitet. Es geht nicht darum, sie einfach nur hinter sich zu lassen oder einfach zu ignorieren. Nein, wenn du dich durch dieses Tor gehst, durch dieses Portal gehst, dann hast du die Belastung bearbeitet. Und das hat auch eindeutig etwas mit der Vergebung zu tun. Mit der Vergebung und dem Lernen. Was willst du aus dieser Situation mit rausnehmen? Was möchtest du lernen? Und ich möchte wirklich diese drei Karten zeigen. Und die Sonne ist so kraftvoll.
Sie ist so, oh, so präsent und ich spüre sie und sie geht bis in mein Herz und sie scheint auch schon aus diesem Portal. Schau es euch an, die Tür ist offen. Die Tür ist offen, ihr könnt schon durchschauen und die Sonne ist auf der anderen Seite, seht ihr das? Und das genau ist die Sonne, die hier jetzt so präsent, so kraftvoll durchkommt. Und das ist diese Sonne. So, dann schauen wir mal unter die Tarotkarten. Ja, da haben wir die Vier der Kelche. Und die Vier der Kelche ist die Motzkarte. Darunter haben wir die Vier der Stäbe und das ist zweimal die Vier, ihr Lieben. Die Vier der Stäbe ist das, hier wird ein Fundament gesetzt. Es ist wie das Richtfest eines Hauses. Hier wird das Fundament für deine neue Zukunft gesetzt. Und vielleicht wird dir hier etwas gereicht und guck mal, siehst du diese Hand hier, die dir diesen Kelch reicht? Du hast hier drei Kelche und hier ist aber nicht, du bist nicht zufrieden mit dem, was in den drei Kelchen ist. Und deswegen willst du den vierten erst recht nicht. Aber guck mal, da kommen die Regenbogenfarben raus. Und vielleicht solltest du dir überlegen, ob du nicht doch mit diesen drei Kelchen das rausziehst, was dir gut tut. Und den vierten Kelch in jedem Fall annimmst und anschaust. Es kommt mir so vor, es gibt die Karte der fünf Kelche. Die fünf Kelche, das ist die Kelchkarte, da steht jemand mit einem ganz dunklen Mantel, der schaut immer nur auf die drei Kelche, die vergossen sind. Und hinter ihm stehen zwei Kelche aufrecht, die gefüllt sind. Sie sind mit allem gefüllt, was du möchtest, was du brauchst. Aber derjenige konzentriert sich nur auf diese fünf der Kelche, auf diese drei Kelche, die umgefallen ist. Und ich möchte sie euch, auch wenn sie jetzt überhaupt nicht gefallen ist, möchte ich sie euch dennoch zeigen, weil sie eine so tolle Aussage hat, so eine kräftige Aussage. Und ich kann das gar nicht so gut erklären, wie das Bild, was diese Karte zeigt. Es sind, wie gesagt, drei Kelche umgefallen und zwei Kelche stehen hinter ihm und er dreht sich nicht um. Schaut sie euch an. Seht ihr das? Der konzentriert sich nur auf das, was er nicht hat. Vielleicht bist du auch jemand, der immer nur sagt, oh, ich hatte ein Haus und das Leben war so schön und mit den Kindern, die waren so klein. Es war. Und sei dankbar für die Zeit, für diese tolle Zeit, die du hattest. Und jetzt streif diesen dunklen Mantel ab, dreh dich um und dann konzentrierst du dich auf die zwei der Kelche, die in deinem Leben sind. Vielleicht ist das ein Mann und noch ein Kind und die fühlen sich vernachlässigt. Jetzt komme ich nochmal auf diese Karte zurück. Sie hat eine ähnliche Energie, aber hier ist es die Trauer um das Verlorene. Hier ist es das Motzige. Ich bin mit den drei Kelchen schon nicht zufrieden und den vierten will ich erst recht nicht. Ehrlich? Ist es wirklich diese Energie, die du hast? Also dann kann ich dir sagen, verbaust du dir ganz viel. Du nimmst dir ganz viel Gutes, was in deinem Leben noch sein könnte. So, und zum Schluss schauen wir unter die Kipperkarte, die ja verkehrt herumgefallen ist. Und da haben wir die Rechtsprechung. Und das heißt ganz klar, die Rechtsprechung arbeitet schon. Das ist nichts, was jetzt noch kommt, sondern das ist schon stark in Arbeit. Ihr Lieben, das ist mein Neumond-Orakel. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und vielleicht möchtet ihr mir auch später noch, viel später noch, unter das Video schreiben, wie es euch ergangen ist in dieser Zeit. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Dann denkt aber auch an das Glöckchen anzuklicken, damit ihr Bescheid bekommt, wenn ich was Neues hochlade. Ihr könnt aber gerne das Video auch teilen.
Das ist überhaupt kein Problem. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Es gibt aber irgendwas, was ich noch gerne sagen möchte, aber irgendwie komme ich nicht drauf. Ich wünsche euch eine wirklich zauberhafte Zeit in diesen 2 Wochen und lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Wenn ihr dabei seid, dann wisst ihr ja, was auf euch zukommt. Macht's gut. Ciao.